Die Horrorgeschichten zum Einschlafen sind zurück. Jeden Tag eine neue Story. Zuerst gibt es die auf Spotify, Apple, Amazon Music und Co. Folgt dort auf jeden Fall unserer Playlist. Erster Link in der Beschreibung. Alle Stories sind fiktiv. Bitte niemals etwas nachmachen. Und jetzt viel Spaß. Der See war diesen Morgen vollkommen ruhig. Es war windstill und das Einzige, was Franzi hören konnte, war das sachte Wiegen ihrer Ferienunterkunft. Dieses Jahr machte Franzi mit ihrem Freund Noah auf einem Hausboot Urlaub. Die hellblaue Verkleidung des Bootes wirkte malerisch in der Morgensonne und nur ein paar Spatzen unterbrachen die Stille. Sie waren hier weit weg von den nächsten Nachbarn und noch weiter weg von einer Großstadt, mitten in der Natur. Möchtest du Marmelade auf dein Brot? Ein liebevoller Satz von Noah, der die Stille unterbrach. Ja, ich komme auch sofort. Sie lief auf die andere Seite des Bootes, wo sich ein kleiner Tisch befand, der schon voll gedeckt war. Neben dem Tisch lagen ein paar nasse Taue, die mit Algen bedeckt waren. Warst du heute Morgen Tiefseetauchen? Fragte sie mit einem großen Grinsen. Ja genau, das warst doch eher du. Sie lachten zusammen, schauten sich kurze Zeit später allerdings stirnrunzelnd an. Wenn keiner von ihnen diese Seile dorthin gelegt hatte, wie waren sie dann dorthin gekommen? Bestimmt ein Vogel oder so. Ja, oder heute Nacht war es windiger, als wir dachten. Es wurde kein weiterer Gedanke an die Taue verschwendet. Schließlich wartete ein leckeres Frühstück auf das junge Paar. Nach dem Frühstück erklärte Franzi sich bereit, den Tisch abzuräumen. Schließlich hatte Noah das Frühstück vorbereitet. Er blieb also am Tisch sitzen und schloss die Augen, um jeden Moment einzufangen. Auf einmal platschte es. Noah drehte sich um. War das ein Fisch? Er stand auf und schaute um sich herum. Eine große Pfütze machte sich auf dem Deck breit. Noah lehnte sich über die Reling und ein schuppiges Paar Augen schaute ihm entgegen. Er sah sie nur für einen winzigen Augenblick, schreckte aber direkt zurück. Das muss ein riesiger Fisch sein. Er wagte noch einen Blick und sah nichts mehr. Er lief zurück in die Küche und erzählte Franzi aufgeregt, was er gerade beobachtet hatte. Der ist bestimmt viel kleiner als du denkst, erwiderte sie nur schulterzuckend. Sie ging zusammen an die Stelle, aber es war nichts zu sehen. Ich möchte heute trotzdem baden gehen, auch wenn ich dann das Risiko eingehe, von einem Fisch gefressen zu werden. Franzi war ein paar Mal im Wasser, ohne nochmal etwas zu sehen. Das beruhigte Noah so sehr, dass auch er ins Wasser sprang. Sie lachten viel und schwammen Runde um das Boot. Aber Noah konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas sie von unten beobachtete. Der See war so tief, dort unten konnte alles Mögliche sein, dachte er sich immer wieder. Der Boden war natürlich nicht zu sehen, sondern nur grünlich-braunes Wasser, was ihm im Moment unendlich tief erschien. Jeder Stock, jedes Blatt und jede kalte Strömung ließen seinen Puls nach oben schießen. Genau erklären konnte er es gar nicht, vielleicht die Angst vor dem Unbekannten. Über den Tag wechselten sich Schwimmen mit Sonnen ab und Noah ließ seine Sorgen hinter sich. Als es langsam Abend wurde, saßen die beiden auf dem Schiffsdeck und unterhielten sich über Gott und die Welt. Doch plötzlich stockten beide. Wieder platschte es. Das gleiche Geräusch wie am Morgen. Und jetzt war Noah entschlossen, den Fisch nochmal zu sehen. Also liefen sie an den Rand des Bootes. Nichts. Und dann wieder ein Platschen. Auf der anderen Seite des Bootes war das Geräusch erneut zu hören. Diesmal noch lauter. Vorsichtig gingen sie am Schiffsrand entlang auf die andere Seite. Ihre Blicke waren stets auf das Wasser gerichtet. Nichts. Es muss hier wirklich sehr große Fische oder sowas geben, gab Franzi schließlich zu. Sie machte eine Geste in Richtung Kabine. Lass uns reingehen, sagte sie in einem sanften Ton, denn Noah schien sichtlich aufgebracht. Ja, ich hol kurz mein Handy und komm nach. Also trennten sich die beiden für eine kurze Zeit. Als Noah zum Tisch lief, sah er aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Er drehte sich langsam um. Sein Hals war plötzlich ganz trocken. Hinter dem Boot konnte er einen verschwommenen Schatten erkennen. Es sah aus wie eine menschliche Silhouette, die sich am Boot festhielt. Doch das konnte wohl nicht sein. Sie waren jedoch mitten im Nirgendwo. Noah konnte nicht von dem Schatten wegschauen, als würde er sich nähern, sobald er wegsah. Doch der Schatten bewegte sich nicht. Noah fing an zu zittern. Seine Stimme schaffte es nicht, nach Franzi zu rufen. Umso länger er auf dem Deck stand, desto mehr beruhigte er sich wieder.
Das ist bestimmt der Rettungsring oder eins der anderen Sachen, die wir hier haben, dachte er sich immer wieder. Viele ruhige Atemzüge später fasste sich Noah und schloss seine Augen. Er drehte sich um, sammelte seine und Franzis Sachen ein und machte sich bereit, wieder zurückzulaufen. Doch bevor er sich wieder umdrehte, horchte er in die nächtliche Stille. War da ein Kratzen? Ja, das war ganz sicher ein Kratzen auf seiner linken Seite. Er schaltete seine Taschenlampe vom Handy ein und leuchtete ruckartig in die Richtung. Wieder einfach nichts. Er drehte sich in die Richtung des Schattens, doch dort konnte er nichts mehr erkennen. Kein Schatten, keine Silhouette und keine Gegenstände. Plötzlich kam er sich schrecklich beobachtet vor. Halb rennend lief er zurück in die Kabine. Franzi, ich hab das Gefühl, er ist jemand. Da war eine Art Schatten, aber dann war er wieder weg und ich weiß, das klingt verrückt, aber... Franzi? Er stand in ihrem Schlafzimmer, aber Franzi war nirgendwo zu sehen. Vorsichtig ging Noah in die Küche, das Wohnzimmer und Badezimmer. Mit jedem Schritt, in dem er Franzi nicht fand, wurde seine Verzweiflung größer. Wo war sie? Er rief ihren Namen so laut er konnte. Stille. Er rannte auf das Deck zurück. Die Dunkelheit und Stille vom See erschien ihm erdrückend und langsam hatte er das Gefühl, er würde umkippen. Er musste sich an die Reling auf der Hinterseite des Bootes lehnen. Als sein Blick über das dunkle Wasser glitt, wollte er sehen, was er vorhin sah. Ein Fisch, eine Person, was auch immer. Nichts. Doch dann glitt sein Blick vom Wasser zum Fußboden des Bootes. Fußspuren. Und zwar nicht seine eigenen. Da war sich Noah sicher. Die Spuren sahen seltsam aus, menschlich, allerdings langgezogen und verzerrt. Die Spur endete genau dort, wo er im Moment stand. Er schaute sich die Reling genauer an. An einer Stelle war sie komplett nass und als Noah genauer hinsah, stockte sein Atem. Er sah kleine Kratzspuren, als hätte sich jemand versucht, festzuhalten. Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content and Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde, ihr unterstützt uns wirklich extrem. Bis morgen zur nächsten Geschichte.